Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Attack of the B-Team. Immer noch mit Dani, der gerade AFK ist, und mit Marco. Hi. Cesar, wusstest du so schon, dass es Waffen in dem Mod gibt? Habe ich mal gesehen, ja. Ja, du gehst einfach in dein Inventar und dann gehst du auf die Seite 92. Das sind die Waffen. Das ist doch dieser Flans Guns Mod, oder? Ja, das ist Flans Mod. Ich bin wieder da. Hi. Cool. Und die ich habe eine Folge verpasst, richtig? Nicht ganz. Ein paar Minuten davon. Eine halbe in etwa. Du hast gerade mit Flans Mod angefangen, richtig? Ja. Ich habe ihm halt davon erzählt. Ach, eine ganz lustige. What? Er will mir Waffen bauen, hat er gerade gesagt. Ich habe gesagt, dass ich Waffen baue. Ach, zieh dich nicht so. So. Nee. 16-2. Boah, leck, das ist aber viel, was wir da brauchen. Was? Ne, für die blöden Raketen. Okay, schon wieder zwei Stacks Holz. Hast du für mich gleich auch eine Rakete mit? Ich lege jetzt mal alles zusammen, dass wir eine machen können, und dann schaue ich, wie viel wir brauchen, um die zweite zu machen. Weil ich habe extra nochmal 32 Heavy Duty Blades gemacht. Heavy Duty Blade! So. Aber wir hatten dann einen ganzen Stack. Hast du gesehen, ne? Ja, so, also ich habe jetzt eine Spitze, dann genug Heavy Duty Plates für eine Rakete. Dann die 8 Dinge für die beiden Raketen, und jetzt brauchen wir noch eine. Also zwei Rocket Engines. Dafür brauchen wir nochmal 8 Heavy Duty Plates, also noch 3 mehr. Mhm. So. Ja, ich glaube, jetzt wird es langsam Tag. Ja. Also ich setze mich mal an normaler Solarpanel. Solar. Ich mach grad Batterien. Solarteile müssten wir aber noch haben, warte mal. Ja, das haben wir nur, aber ich setze mich an normaler Advanced Solarpanel. Genau, aber guck mal hier in die obere Kiste, da hast du noch einiges. Ich weiß, dass da noch einiges ist. Ich will nur was mit davon haben. Was wir da alles haben. So, zip, zip, zip. Dann. Ich brauch irgendwie alles. Okay. Ja, halt. Okay. An Advanced Solar Panel. Ich fange mal mit dem Full. Okay, Single Solar Panel. Aluminium Wire, Blue Solar Wafer und Glas. Toll, Aluminium Wire. Ja, gut, aber hast ja eigentlich genug Wolle jetzt. 12 Wolle. Dani, kannst du noch ein paar von diesen Heavy Duty Platten herstellen? Davon brauchen wir noch. Ich bin gerade an 8 Paaren mit Energy Cells. Wo sind denn meine ganzen Minions schon wieder? Das ist doch zum. Die verschwinden nach einer Zeit. Also sie werden unsichtbar. Ja, aber warum? Ich hab dir doch Minen geschickt. Das letzte Mal hat's funktioniert und diesmal sind sie wieder alle weg. Kann ich euch herrufen? 1, 2, 3, okay. Einer von euch, hast du mich dabei? Nein. Und was ist der vierte? Verschwunden. Der Kiste ist auch nix. Also dieses Drip Mining funktioniert irgendwie nicht. Okay. Ich habe zumindest noch nicht hinbekommen, dass es geklappt hätte. Ja, dann habe ich dich leider enttäuscht. Dann hätte ich das wohl nicht sagen sollen. Passt doch. Wir haben doch einige schon bekommen von denen. Habt ihr das schon mal geschafft, dass die Drip Mining mache? Ja, ich kann es normal. Dann probier du das mal einfach. Bei mir klappt es irgendwie nicht. Vielleicht mache ich hier irgendwas falsch. Vielleicht. So. Also, wie viel brauche ich von Full Solar Pinel? Okay, ich glaube, das sind ausreichend Akkus. Was brauche ich denn? Ich brauche ein Full Solar Panel. Gut, dann. Ich brauche dann 6 plus 2 ist 2, 4, 6, 8, 10. Mit. Ach, ich brauche nur noch 3 Glas. 2 Glas. Das beschaffe ich mir dann schnell. So, Cultivator Analyzer, den will ich noch haben.
Ach, fangst du wieder mit deinen Fossilien an? Vielleicht. Ja. So. Ach, da waren ja nur drei Wolle. Überlegen, wo ich das am schönsten hinbaue. Ups, nicht die Nase wegbench. So, ich muss ins Eck rein. Hier schon mal eins und. Habt ihr zufälligerweise wegen Sand oder Glas? In der einen Kiste dürfte noch Glas sein, die Erze schmelzt. Also beim Ofen. Achso. Glas habe ich gerade nicht dabei. Ah, schade. Biofossil. Vielleicht ist hier was im Ofen. Ne, Wheatflower. Ich habe gleich die Harden der Energie-Cells gemacht, die. Wie habe ich da angeschrieben, Skype? Ein bisschen schneller im In- und Output. Okay. Ja, es ist gut, wenn man gleich die besseren Sachen hat. Also probiere ich, dass die Kabel nicht so viel In- und Outputen können. Also wir müssen vielleicht die Kabel mal upgraden. Naja, da gibt es auch die Hardened-Versionen, oder? Die. Dann geht halt die Energie schneller durch. Ich mach das auch gleich. Ja. Dani, willst du dich vielleicht mit der Sauerstoffversorgung kümmern für den Mond? Ich bin gerade bei der Energieversorgung. Achso, na, okay. Also ich tausche jetzt gleich alle Kabel aus, okay? Na klar. Haben wir genug Material dafür? Also. Also ich finde kein Glas. Dann bin ich dann mal kurz weg. Hau einen. Ja, oder hau Cobblestone in den Dingens rein. Ach, ich brauche sowieso nur Glas, da wenn wir Sand, darum gehe ich schnell farmen. Okay. So, dann brauchen wir schnell eine Hacke. So. Ach, das sind ja noch die Schafe und die Kühe. Ja, die stehen da noch. Wollen wir uns vielleicht mal nicht um die kümmern? Ach, die kommen gut zurecht. Nö, kannst du mitbringen und irgendwo einkattern. Wir brauchen noch eine letzte Leadstone Energy Cell. Okay. Nein, nicht Energy Cell, sondern ein Leadstone Energy Conduit. Ich habe 11 davon in meinem Inventar. Genau. Ich habe davon 11 in meinem Inventar. Ein Conduit? Ja. Aber ich bin gerade Sandfarmen. Ich bin gleich wieder da. So, und wer irgendeiner zertrampelt mein Feld jetzt wieder? Blöde Viecher. Ach nee, jetzt habe ich da Weizen angepflanzt. Ich dussel. Gut. 50 Sand müssten reichen. Weil um die Smeltery kümmere ich mich noch. Das ist gut. Mit Tinker's Construct kenne ich mich gut aus. Alter, fliegt blöde Fledermaus. Ja, sie fliegt. So, das ist wieder vollständig. In welche Richtung gehen wir dann da? So, unsere Energieversorgung ist jetzt wieder vollständig hergestellt. Das cool. Ist gut. Und wenn wir die Pulverizer und so nichts zu tun haben oder unsere Solarpanels mehr produzieren, dann läuft es auch effektiv. Ja. Ja, Marco baut ja sowieso noch Solarpanels. Ja. So. Dani, wo bist du? Ich habe nämlich schöne Leadstone Energy Conduits. Nee, ist schon. Ich habe schon alles gemacht, also brauche ich nicht mehr. Oder doch, warte mal, gib mir. Ja, warte. Gib mir mal schnell. Braucht man eigentlich Rubberwood für irgendwas? Für speziellere Sachen. Ja. Aber nicht so. Wichtig. Eins, zwei. Kannst du mir die Kabel irgendwann nachher geben? Jo. Ach, passt. Ah. Schlüssel?
So, dann abbreche ich mal diese Kabel hier gleich. Gut, da ist mein Glas. So, und 11 Hardnet Kondomins. Gut. So, jetzt läuft die Energieversorgung sogar noch schneller. Das ist ja schön. Können wir noch also richtig was dran bauen? Jetzt nicht mehr 60 RN, 60 RF pro Sekunde, sondern 400. Okay. Aber haben wir jetzt einen unendlich Energiebug drin oder nicht? Weil irgendwie nein, ist... Okay, weil in der Nacht hat sich trotzdem irgendwie aufgeladen. Der tritt nämlich hoch. Ach komm, ich hasse das. Ich brauche noch so viel Aluminium-Wire. Ja, ist ein bisschen anstrengend. Ich mache mir schnell eine Schere und gehe mal zu den Schafen vor. Ja. Sorry, Dani, der tritt nur auf, wenn? Man ein Aluminiumkabel direkt neben einer Energiezelle macht. Cesar, wir haben 4 Stacks Eisen. Das ist sehr gut. Ja. Das da brauchen wir noch einiges. Dass sich die Energiezellen so zufällig aufladen, liegt wahrscheinlich mehr daran, dass gerade irgendwo nicht so viel Energie verbraucht wird. Ja, Schwein, du weißt ganz genau, dass es ein Karottenfeld wird, ne? Hat sich schon mal in die Mitte reingestellt und wartet, bis diese Pflanze. Ja. Vergiss es. So. Dann. So. Bei wie vielen Minuten sind wir schon? 11. Oh, geht noch. Ja. 4 Minuten noch. Ah, das hat einen coolen Hut, das Schaf. Ich töte das. Er kommt schon ganz nach uns. Mhm. Ja. Der hat einen Hut, bring's um! So, hab ich noch. Ach. Wie kann man nochmal die Hüte anziehen? Mit H. Kannst du es dann auswählen? Ja, danke. Habe ich denn noch irgendwo? Gut, ich habe wieder 8 Wolle. Das finde ich gut. Was ist denn das jetzt? Ah, da ist noch Silikon. Naja, nehm halt frische. So, weil dann brauche ich nämlich noch eine Möhrchenfarm fertig. Es wird schon wieder Nacht. Nee. So, mal schauen, wie ich da rausbekomme. Gibt es eigentlich irgendwas in dem Modpack, in dem man mehr Sachen rausbekommt von erntbaren Sachen? Zum Beispiel, wenn ich dann die Möhrchen abhacke, dass ich nicht 2, sondern, keine Ahnung, 4 kriege? Ja, das geht, wenn du zum Beispiel Bone Meal, das ist auch in Vanilla so, du tust öfters auf Möhren Seed halt Bone Meal, dann bekommst du mehr raus. Okay, ich dachte, die wachsen dann nur schneller. Ja, aber wenn du öfters mit Bone Meal drauf gehst, dann bekommst du mehr raus, das ist in Vanilla auch so, in der Pocket Edition am Handy ist es auch so. Okay. Ja, mal dann ausprobieren. Weil am Handy zocke ich viel Pocket Edition immer mit meinem Kumpel. Okay. So, dann also die eine Energiezelle ist dauerhaft geladen. Ich weiß nicht wieso. Gut, also. Ich weiß wirklich nicht, wieso diese eine Energiezelle stärker geladen ist als die anderen. Genau 4. Ich zieh mir jetzt meinen Hut an. Hey, ich habe ein Gitter über meinem Kopf. 3, zack, zack. So, Möhrchenfeld ist auch schon fast fertig. Will wer mein Gitter sehen? Wo bist du? Okay. Komm, wir schlafen mal schnell. Ja. Keine Lust, dass draußen ein Creeper mein Möhrchenfeld platt bombt. Mhm. Dani, come on. So, okay.
Oh, da kann ich ja kurz WhatsApp checken. Was? So, bis Sie fertig sind, mache ich einen kleinen Cut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, le. Er spült mich halt in den Keller. Ja, hat sich